Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute, wie man sehen kann, mache ich Kreuzritter. Farben wie immer schwarz-weiß als Opakfarben. Alle anderen Farben sind transparente Candy-Lasuren. Das Weiß ist schon vorgelegt. Das muss ich ja nicht extra zeigen. Und ich habe jetzt den mittleren Kreuzritter ist abgedeckt. Und jetzt fange ich mit den jeweiligen außenstehenden Kreuzritter an. Die Schablonen sind aufgebaut in Schwarz-Grau. Die jeweilige Farbe, die Abdeckschablone, die Vorlegeschablone und in Weiß. Ich fange an mit dem opaken Schwarz. Das heißt also, ich male alles hundertprozentig schwarz aus. Und darauf folgt das Grau. Das Bild sieht, was auf der rechten Seite ist, wo der Motortank ist. Da habe ich halt nur schwarz, weiß und rot genommen. Während ich jetzt hier gleich noch ein Dunkelblau nehme, um die Metallstrukturen noch so ein bisschen zu malen. Und ich habe noch einen Hellbraun. Das ist ungefähr 90% Gelb und 10% Violett. Um der ganzen Kleidung so ein bisschen einen schmutzigen Effekt zu geben. Jetzt kommt die Farbe. Das heißt, da sind jetzt in der Schablone sind mehrere Farben zu machen. Die Kreuze mache ich rot. Genauso wie die Blutspritzer auf dem Schild. Und für Schwert und Teile vom Helm nehme ich halt das Hellbraun. Das wären jetzt die Farben. Was ich jetzt noch mache, ist noch mit, ich klemme den Schlauch ab und nutze ganz wenig Druck, um so Blutspritzer zu machen. Und dabei wird die Nadel schnell hin und her bewegt, sodass die Tröpfchen quasi aus der Pistole rausschießen. Und jetzt abschließend kommt das Highlight Weiß. Da versuche ich auch wieder alles, was Metall ist, im vollen Weiß zu machen. Also Kettenhemd, Schwert, Helm. Und bei den restlichen Sachen, die also Stoff sind, und auch bei dem Schild, nutze ich halt weniger Deckkraft. So sieht das ein bisschen natürlicher aus. So, das war der erste. Jetzt kommt der Kreuzritter mit der Axt. Gleicher Aufbau. Schwarz, Grau, Farbe, Weiß. So, alles ist jetzt ausgemalt damit. Jetzt kommt Grau. Und wieder das Dunkelblau für den Metalleffekt. Das heißt also, sämtliche Sachen der Waffen, Kettenhemd und Helm
kriegen die Farbe und jetzt kommt nochmal das leichte Hellbraun, um den so ein bisschen schmutzigen Effekt zu geben. Und jetzt kommen Farben, das heißt das Kreuz auf der Brust und auf dem Schild im vollen Rot und für den Axtstiel und das Kreuz im Helm nehme ich ein leichtes Braun und dann nehme ich nochmal ein Violett, um das Braun nochmal abzudunkeln und das gleiche kann man bei den Kreuzen auch machen. Und jetzt kommt das Weiß. Auch hier wieder alles, was Metall ist, volles Weiß. Beim Rest ruhig ein bisschen weniger. Es dauert jetzt ein bisschen länger bei der Positionierung, weil da, wo ich normalerweise gucken würde, ist jetzt die Kamera. Von daher muss ich immer so von schräg außen versuchen, das zu positionieren, wenn man das nachher auf dem Malgrund oder auf dem Motortank hat, dann kann man direkt drüber gucken. Dann geht das Positionieren also wesentlich einfacher und schneller. Gut, das war jetzt der zweite. Jetzt kommt der dritte. Beim dritten ist jetzt so ein Set, wie man auch teilweise auf der Seite sieht. Das heißt also, es geht ein Kreuzritter mit Speer und die Speerspitzen. Ich habe also eine Hellebarde, eine Speerspitze mit so einem Banner, so einer Flagge. Und was jetzt dran ist, das Kreuz. Das kann man sich also aussuchen. Genauso wenn man die zwei Kreuzritter, die dahinter sind, näher dran bringt, kann man die natürlich auch nochmal spiegeln. Und aus 2-4 machen, die dann gegebenenfalls die anderen Waffen in die Luft strecken dahinter. So, ich mache dann alles voll und schwarz. Wieder das Grau. Was gibt es bei den Kreuz und Waffen und Banner anders ist als hier, ist, dass da Schwarz, Grau und Weiß, Grau entsteht durch leichtes Weiß, gemacht wird. Das heißt also, da ist dreiteiliges Set. Und auch hier wieder Dunkelblau für die Metalloptik und das Hellbraun für den Dirty Look. So, und jetzt kommt noch wieder die Farbe. Das heißt wieder Rot für das Brust- und Schildkreuz. Jetzt geht so halt dieser klassische Kreuzritter. Man kann natürlich auch andere Farben nehmen. Und die Teutonenritter hatten, glaube ich, schwarze Kreuze auf ihren Rüstungen. So, jetzt habe ich nochmal hellbraun genommen für die Hand und nochmal violett, um das abzudunkeln. So, jetzt nutze ich nochmal rot, um nochmal so ein paar Blutsprenkel auf die Kleidung, auf die Schilde zu machen. Und jetzt kommt das finale Weiß.
dann wäre der auch fertig. So, jetzt lege ich den Hintergrund an. Dafür decke ich wieder die drei Kreuzritter komplett ab. Und arbeite dann mit dem Weiß, das jetzt so eine kleine Armee mit Lanzen. Gleich, dass ich die abdecke, behalte ich halt quasi die Hintergrundfarbe an der Stelle bei. Jetzt drehe ich einmal das Ganze, um den Schatten zu machen. Und wiederhole das auf der anderen Seite auch nochmal. Und wieder drehen. Für den Schatten. So, und dann habe ich noch mal eine Wolke. In dem Fall nutze ich halt das Grau des Hintergrundes, decke das ab und helle halt hinter der Wolke auf. Das ist jetzt halt so die weitere Wolkenvariation anstelle von der klassisch weißen. Hat man jetzt halt so die graue Wolke, ein paar Highlights hinter dem Kreuz, dass es ein bisschen schöner nachher rauskommt. So, jetzt mache ich Farbe. Normalerweise bin ich jetzt mehr ein Fan von schwarz-weißen Sachen und wollte jetzt aber mal zeigen, wie das auch farbig aussehen könnte. In dem Fall nutze ich dieses Hellbraun, was ich auch bei den Kutten da gemacht habe, von den Kreuzrittern. Und ich nutze auch wieder das Rot, was auch bei den Kreuzrittern war. Orangen Hintergrund und habe auch noch mal ein volles Gelb, um die Orangetöne noch ein bisschen zu mischen. Und noch mal ein Weiß als Highlight hinter dem Kreuz. Das sind jetzt halt die drei Kreuzritter. Jetzt mache ich noch ein paar Schatten und dann mache ich das Kreuz. Wie gesagt, die Sachen, die im Set vorhanden sind, das heißt also Hellebarde, Speer, Speerbanner und Kreuz, sind halt dreiteilig. Man legt also entweder schwarz vor oder deckt es ab, wie in dem Fall. Und dann arbeite ich mit einen leichten Weiß, um dann einen dunklen Grauton hier zu bekommen, um Highlight Weiß. Und das bei den jeweiligen vier Sachen. So, das ist jetzt das leichte Weiß. So, da gehe ich dann nochmal leicht gleich mit dem Hellbraun drüber. Und dann kommt das Highlight Weiß. Und dann wäre das Bild fertig.
So, dann mache ich noch einen zweiteiligen Mund. Das heißt, ich mache nur die Lichtkante und einmal hinten leicht die Rückseite und färbe das nochmal braun ein. Wenn es gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Es sind über 700 Videos da. Und vielleicht sieht man sich nochmal.